wieder. Ach oh. Oh Gott. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich in der Realität am wenigsten mag. Treppen ohne Geländer. Keine Ahnung wieso. Wenn du nur 150 Jahre mit Foster verbracht hast, hast du ihn ja kaum gekannt. Unsere Reise hat ja bereits 100 Jahre gebraucht und wir kennen uns bisher kaum. 100 Jahre für nur eine Strecke ist extrem. Fosters längste dauerte 16. Ich kannte ihn sehr gut. Er vertraute dir und sagte, ich könnte es auch. Du würdest mir helfen. Foster ließ mir keine Wahl. Man vermasselt keinen Job für deinen Großvater und schließt sich dann mit der Person zusammen, die man eigentlich einfangen sollte. Du hättest mich übergeben können. Du bist wirklich naiv. Ich glaube, du tust das, weil du eine Chance siehst, deinen Freund zurückzubekommen. Deine selbstgestrickte Religion lässt wirklich keinen Raum für gesunden Menschenverstand. Ich habe Foster vor euch Findigen gewarnt. Euch bleibt man am besten fern. Warum bist du dann nicht ferngeblieben? Foster war nicht meiner Meinung. Und Gold ist ein gutes Argument. Kann hier wieder Dinge runter. Aber schön, dass ich so einen Leuchter habe. Es gibt dem Ganzen eine gewisse Stimmung. Nein, ich werde mich erst umgucken. Ich will ja nichts verpassen hier in diesem wunderschönen Spiel, das mich jetzt schon voll gefangen nimmt. Okay, ich bin gleich richtig gelaufen. Aufgewacht auf einem Raumschiff. Hier runtergeflogen, auf Eis aufgesetzt, runtergegangen und plötzlich bin ich hier im Dunkeln im... Ja, ziemlich verschrottet, so zusammengeschrotteten irgendwas. Da leuchtete was? Ach, die Sonne. Könnte die Sonne sein. Ist das jetzt irgendwelches Mineralien, wo sich die Mechanik zwischengeschoben hat, oder das Fischen unten? Naja, ich bin kein Geologe, ich habe keine Ahnung, wie Gestein auf fremden Planeten aussehen könnte. Da unten kommt man bestimmt irgendwie rein. Es sieht aus wie eine Landebucht. Es sieht nach allem aus, nur nicht danach. Du bist gar nicht so, wie ich mir einen Freund Fosters vorgestellt habe. Ihr seid ein seltsames Paar. Ein altes Rettungsschiff der Requisition und ein Mann ohne Vergangenheit. Keines unserer Ziele ahnte etwas. Und dann waren wir auch schon wieder weg. Du glaubst gar nicht, was für Stunts wir hingelegt haben. Doch, doch. Ich war selbst einer dieser Stunts. Ein Millionärstöchterchen, das spielt und Geld verzockt, ist ja nun keine echte Aufgabe. Der beschriebene Auftrag war einfach. Keinen interessierte, wo du wirklich warst. Fosters Ansicht nach war das einzig Schwierige, dass dein Großvater wollte, dass du das, was du gestohlen hattest, freiwillig zurückgabst. Das könnte schwierig sein. Davon stimmt. Noch nicht einmal deine Einschätzung Fosters. Das bezweifle ich. Foster war gut. Er ließ sein Ziel nie aus den Augen. Du meinst vielleicht, du kanntest ihn, denkst, dass du ihm leid tatst, aber das hätte er nie zugelassen. Ich weiß nicht, was in dieser Nacht schiefgegangen ist, warum Foster starb. Aber ich bin mir sicher, du weißt es auch nicht. Sorry. Ich wollte eure Romanze nicht bedrohen. Süß. Die haben anscheinend... unterschiedliche Ansichten von Foster. Ich bin ein Erzogungsmillionärstöchterchen anscheinend. Und mach Kekse, ich habe keine Ahnung. Aber es wird immer dunkler hier unten. Und hier ist auch nichts. Aber wenigstens ein Weg, dass es antäuscht, dass es nicht nur so ein Schlauchlevel ist. Wo ich nur einen Weg habe, um rauszukommen. Kann ich hier längs gehen?
Nein. Kann ich hier hochgehen? Ja, Treppensteigen ist Treppelarbeit. Man kann ja auch nicht immer alle zwei Stufen auf einmal gehen, ne? Dann bin ich mal gespannt, was hier an der Tür ist. Ziehen. Er sitzt fest. Hier hilft nur Gewalt. Ob die Waffe was taugt? Rechte Maustaste, linke Maustaste. Wow. Nicht schlecht. Ich deaktiviere die Waffe. Das sollte Energie sparen. Okay. Die geht jetzt von alleine in die Tür. Jetzt wieder zu uns. Okay, ich hoffe, das hält genug. Und ich ziehe die andere Seite auf. Das war dann wohl die Luft. Das war dann wohl die Luftschleuse und jetzt wird's. Wow. Okay. Stühle. Gold verziert. Ich weiß es nicht. Empfängst du das alles? Ich bin bei dir. Einfach nur so ein Wow. Wie krass der Boden ist. Er hatte recht. Gelegenheiten überall. Alles sieht völlig unberührt aus. Pokal in der Mitte. Und ich denke jedes Mal, dass dieses komische Energiezeichen, eine geladen, eine nicht, ein Mauszeiger wäre oder sowas. Schöne Gebäude hier. Schön verziert. Noch so ein Pokal. Ich hier umrennen? Nö. Interessante Eingangshalle. So, das geht ja noch viel höher hier. Hier an der Seite? Einfach nur so rundhunden, also runde Finger. Schöner Kronleuchter. Oh, Alter. Auch viel aufgebaut, hingestellt worden. Hier geht's nicht weiter, aber hier. Die Tür habe ich gerade gesehen. Was den Palast betrifft, hattest du recht. Und nun? Wir holen Foster zurück und dann hauen wir ab. Details wären nicht schlecht. Wir suchen nach einem Apparat, wie Großvater ihn hatte. Der Seelenverschlinger? Sobald ich es sehe, weiß ich es. Selbst wenn du das Ding finden solltest, dieser Ort hier ist tot. Jegliche Technologie hier ist inzwischen nutzlos. Sie braucht einfach nur Energie. Wir müssen ihr sagen, dass wir hier sind. Ich weiß, dass das alles funktionieren wird. Ja? Hallo? Jemand zu Hause? Ich gehe runter. Unter den Hallen muss es Energie geben. Gehen wir mal runter. Also ich bin echt beeindruckt bisher. Auch wenn ich noch nicht viel gesehen habe. War allein schon, das hier alles reinzustellen. Die ganzen Stühle hier.
Noch ein Weg runter. Alles Gold verziert. Hier geht's wieder hoch. Aber nur in so einem kleinen Raum. Oder sind das Fahrstühle hier? Okay, ist doch nichts zum dran irgendwas machen. Noch ein paar Stühle. Auktionshaus oder? Ist da vorne ein Redner oder nicht? Oder. Guck mal. In beide Richtungen gibt es das. Okay, weiter runter. Hinsetzen kann ich mich auch nicht. Kurz checken, ja. Der andere Weg wäre hier runter gewesen. Auch wieder das Ding, in der Mitte zwei Pokale. Das sieht so aus wie hier Gold verziert und Marmor und hier ein Ausgang. Überall gleichmäßig diese Stühle aufgebaut. Es wird gespeichert und davor ist irgendwas. Ach, so ein Spiegel. Hier könnte ich runter. Nochmal. Und hier könnte ich runter. Ich kenne die. Die sehen genauso aus wie die Steingesichter der Tore zwischen den Terrassen des Gartens. Vielleicht ist es eine Tür. Wir nannten sie Torwächter. Bei ihrem Anblick sollten wir uns fragen, ob wir würdig sind, einzutreten. Ohne Energie kommst du da nicht durch. Und dieser Ort hier ist tot. Noch. Ich guck kurz, ob hier der andere Weg wäre. Ja. Aber hier geht's nicht weiter. Also geht's da drüben weiter. Wo es ja weiterging, was ich schon gesehen habe. Wie lange das in der Realität dauern würde, sowas zu machen, und wie lange das im Spiel schon, also in der Spielengine auch dauern würde, sowas zu machen. Halleluja. Das wird wahrscheinlich noch viel großartiger hier, wenn es beleuchtet ist. Könnte hier absteigen. Könnte aber auch an den Seiten links gehen, wahrscheinlich. Hier zum Beispiel ist alles verschlossen. Ob wir würdig sind, da einzutreten? Wahrscheinlich eher nicht. Bevor ich runterspringe, gucke ich hier echt nochmal, ob ich irgendwo anders runterkommt. Scheinbar muss ich springen. Kann ich das an jeder Stelle? Ja. Okay, ich hatte ein bisschen Angst, dass hier unten vielleicht noch irgendwas lauert. Aber wenn, wahrscheinlich, selbst wenn was lauern würde, wäre es schon längst verstorben, solange es sich hier unten nicht fortpflanzt.
reproduziert oder irgendwie anders Nachwuchs erzeugt. Das auf seine Aufgabe schult oder ist es einfach nur ein Alien, was sofort alles weiß? Es ist eine Stimme. Es sieht aus wie eine Stimmgabel. Ja, klar. Die Findigen nennen sie Stimmen. Ihr reiner Ton soll Klarheit und Erleuchtung vermitteln. Ah, natürlich. Kurz gucken. Oh. Stimme in der Glocke. Okay. Das sieht mir nach einem Rätsel aus. Schlagen, springen. Ah, okay. Was bedeutet das? Der Anzug entdeckt das Muster des Tons und beginnt mit der Entschlüsselung. Hier nochmal schlagen. Klingt sehr gut. Jetzt bist du am Leuchten, oder? Er reagiert eindeutig auf etwas. Das sind doch Teile eines Rätsels. Für die Lösung brauchen wir aber mehr davon. Okay, hier ist eine. Hier ist der Eingang. Dann folge ich mal den Pfad der Stimmen. Oh, Kacke. Wow. Kronleuchter, Kronleuchter, hier geht's runter. Das spare ich mir noch. Erstmal gucke ich hier weiter nach Stimmgabeln. Du bist eine Lampe oder eine Vase. Hier auch. Vase. Spiegel. Hier ist noch eine Stimmgabel. Am Ende des Raums. Ich muss sie wahrscheinlich erstmal alle nur finden, oder? Globus. Noch nicht. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, wo alles hin und her wackelt. Ich weiß nur, dass ich hier so eine Art davon habe. Ich habe mich schon eingeschlagen, ne? Genau, der kompiliert ja nicht. Okay, wenn jetzt hier nicht noch irgendwie wild im Weg eine rumsteht, weil ich sonst eine übersehen habe, gehe ich runter. Gut, ich gehe runter. Diesen großartigen Raum lang und wird auch kaum Musik. Außer so ein bisschen Hintergrund, Ambient, Sound. Diese Tür ist anders. Was? Hier oder die hier? Und inwiefern ist die Tür anders? Anderes Muster drauf? Sieht nicht so aus.
Weißt du, ich will Stimmgabeln finden. Und hier runterspringen, ne? Aber noch nicht. Beim letzten Mal kam ich auch schon nicht wieder hoch. Okay, ich habe keine Stimmgabel gesehen. Was haben wir hier unten? Egal. Ich kann nicht mehr steuern. Mechanismus aktiviert die Tür. Ich wette da. Wow. Kommt noch einiges auf uns zu.